Hallöchen, da sind wir wieder mit Shakes and Fidget und was für ein Tag. Es sollte ja heute was kommen und dann hieß es erst, es kommt 16 Uhr und dann kam um 16 Uhr eine Meldung, es wird heute nichts mehr und dann dachte ich mir, mache ich mal schon meine ganzen Kämpfe, weil die hätte ich mir extra aufgehoben, um jetzt hier auch den Portalgegner denn zu machen und dann dachte ich mir, ach, so ein Scheiß, jetzt mache ich das mal einfach und dann hauen wir hier mal richtig gut beim Portalgegner rein. Und, was haben wir da? Dann kam der Patch doch noch. Just eben, okay, ist schon wohl einiges passiert. Wie ihr seht, die Leute rocken hier durch. Ich habe die ganze Zeit da noch drauf gewartet, dass wir das zusammen machen können. Und ich hoffe, die Leute rennen mir da jetzt noch nicht zu weit weg. Und wir gucken uns das Ding einfach mal an. Also erstmal hier in der Schattenwelt. Hier oben ist was. Flash-Version ist auch da. Kommen wir später zu. So, hier haben wir den Struwweljochen. Gucken wir mal gleich, was der kann. Der kann gar nichts. Wir kriegen ein bisschen XP und ein bisschen Gold. Kampfspeichern sparen wir uns mal. Und jetzt testen wir mal, ob wir gleich den nächsten machen können. Können wir machen. Gegen Rosa Lux. Hat schon 2000 Hauptattribut. Hauen wir auch noch mit einem Schlag weg. Und da kämpfen wir gegen das Ding. Ich glaube, und da kriegen wir auch Items. Da müssen wir, glaube ich, mal langsam Platz schaffen. Im Inventar. Ich hau mal hier gleich ein paar mehr raus. Wenn hier noch Items kommen, nicht, dass ich nach jedem Mal hier rüber wechseln muss. Wen haben wir da? Der kommt mir gar nicht bekannt vor. Muss wohl ein Portalgegner sein. Fällt auch beim ersten Mal um. Und hier haben wir einen Turmgegner. Auch noch recht leicht. So, Kloman, der Barbar, der ist, glaube ich, war das ein Raid-Gegner? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall ein Portal-Gegner. Die fallen hier alle recht schnell um. Ah, okay, wenn es ein Item gibt, gibt es kein Gold. Muss ich gleich mal gucken, was sich denn mehr lohnt. So, aber die Items hier sind auch erstmal überhaupt gar nichts wert. Aber ich mache mal hier jetzt noch ein bisschen mehr frei. Sonst muss ich ja echt nach jedem Kampf gucken. Aber es ist schon mal cool, dass wir hier. Okay, 12.000. Dann nehme ich doch lieber die Items, die nichts wert sind, bitte. Könnt ihr auch mal gucken, wie die Werte auf dem Items sind. Hier haben wir den Ratsatz. Oh, ein Epic, ein Epic, ein Epic. Und es ist richtig schlecht. Aber da muss ich mal gucken. Vielleicht ist es auch gar nicht für mich das Epic. Nee, das ist für mich. Eine Brustplatte mit 200 Werten zu niedrig. Okay. Das heißt, ich mache jetzt hier mal richtig Platz im Inventar, wenn da Epics droppen. Dann werden die bestimmt auch öfters kommen und dann müssen die ins Klo. Das heißt, wir kommen heute hier vielleicht gar nicht mal so weit. Der begrenzende Faktor sind, glaube ich, nicht die Gegner, sondern unser Inventar, weil wenn das voll ist, dann mache ich Pause. So, wir nähern uns hier fast den 3000er Hauptattribut an. Flederbeast, das den kenne ich aus der Taverne. Und hier haben wir so einen Wiedergänger. Und XP steigt auch langsam an, das ist schon mal gut. 400.000 kriegen wir schon mal. Ist, ja, schon mal eine halbe, halbe 2,5 Minuten Quest. Oh. Oh, Schlangenmensch. Das Bild ist mir jetzt spontan unbekannt. Bestimmt von entweder recht früh oder ein Raid-Gegner oder so. Aber der Hintergrund sieht auch geil aus, wie die hier so durchgewirbelt werden. Da habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Flederdämon. Und da kriegen wir wieder ein bisschen Gold. Schade, wir nehmen lieber die Items. Die sind mehr wert. Hannes. So, da kriegen wir jetzt schon eine halbe Million XP. Ach so, wir können ja auch mal aufs Level gucken. Die sind jetzt 100. Die 86. So, machen wir mal Platz hier. So, aufpassen, dass ich hier nicht aussehen auf neue Ware klicke. Oh, warte mal. Der ist 2,5 Millionen wert. Den heben wir mal auf. Aber wozu? Aber immer. Wir gucken erstmal hier weiter. So, Robin, der Umverteiler. Das war, glaube ich, auch ein Raid-Gegner. Und zwei Level steigen die hier auf. Mit jeder Stufe. Ah, fröhliches Trällerchen. Das Ding ist aus dem Turm. Aber bis jetzt werden die hier noch ordentlich. Oh, mein Stromkabel ist aus dem Laptop gerutscht. Mal kurz wieder reinstecken, Sekunde. So, liebevoll eingeführt und weiter geht's. Und da haben wir schon Stufe 4
Stufe 24, 25 geschafft. Mal gucken, wie weit sind eigentlich die anderen hier? Stufe 350 sehe ich hier, haben schon einige geschafft. Und da wurde wieder unsere Festung überfallen. Oh, da weicht einer aus. Ein Kundschafter. Trotzdem noch mit einem Schlag locker weggehauen. Ja, wieder ein Kundschafter, obwohl er eher aussieht wie ein Magier. Aber die Werte steigen langsam an. Aber das finde ich auch ein bisschen komisch. Man kommt ja erst, naja, mindestens, um hier reinzukommen, muss man ja Stufe 125 sein und den Turm in der Lichtwelt freigespielt haben und den ersten Schlüssel gefunden haben, um hier reinzukommen. Und ja, da weiß ich nicht, aber okay, mit 125, da gucken wir mal kurz, wie stark denn hier die ersten Gegner in der Schattenwelt waren. Das weiß ich nämlich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Guck mal hier, Schattenwelt, das war 172. Okay, die sind ein bisschen stärker. Also sind die im Turm sogar noch, ach, im Wirbelwind sogar noch schwächer. Obwohl natürlich hier jetzt wir zu dritt reingehen und da gehen wir jetzt alleine rein. Aber trotzdem eine schicke Sache. Das geht hier erstmal richtig fluffig durch. Ratzfatz. Den hatten wir schon mal. Also gibt es auf jeden Fall Gegner hier doppelt. Und einen Ring, aber so oft droppen jetzt noch keine Epics. Und dann schaffen wir hier doch noch ein bisschen was. Und der hat einen Schlag überlebt. Mal gucken. Also ich muss ja mindestens mit 90% den Kampf überstehen, dass ich kostenlos weitermachen kann. Und jetzt. Oh, kein Platz mehr im Rucksack. Ich verkaufe mal alles, was keine 2,5 Millionen wert ist. So. Und das Ding weg. Oh, eine Flimmerkiste. Nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Saufender Tack gab uns ein paar Handschuhe. Und der Panther kippt auch beim ersten Mal um. Sehr schön. Können ja auch gleich mal das Gold ein bisschen verskillen. Und ich glaube, lieber ist es mir auch, wenn die Epics ein bisschen später droppen. Aber die Drop-Chance scheint echt nicht hoch zu sein mit den Epics. Ich hoffe mal, das war nicht so eine einmalige Sache. Weil im Vergleich zu den anderen Dungeons, da war ja, glaube ich, 1 zu 4 die Chance. Und das kommt mir ja schon sehr, sehr viel niedriger vor. Aber vielleicht steigt die Chance ja auch mit dem Steigen der Level. Weil es ist ja in den normalen auch so, dass die dann irgendwann höher werden. Also am Anfang hat man ja irgendwie 1 zu 4 und dann ab dem 13. Dungeon, ja, und ab dem, weiß gar nicht, ab wann das war, droppt immer ein Epic. So, schon 1 Million. Gleich muss ich mal gucken, wie es mit der XP aussieht. Ja, okay, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Hä? Hallo? Ein Item, mehr wert wie 2,5 Millionen? Ist das geil. Die sind hier alle. Ne, die ist weniger wert. Weniger. 2, 1,1, 700.000. Ja, das Ding hauen wir mal wieder weg. Aber das ist das wertvollste Item, was nicht epic ist, was ich je gesehen habe. Krasse Sache. So, hier haben wir die Erbsenzählerin. War das nicht der. Ne, das war nicht der Endboss im Turm, aber da habe ich, glaube ich, auch eine Weile gehangen. Damals noch Großmaul des Verderbers. Sieht aus wie so ein Raid-Boss. Und so langsam steigt auch schön die XP an. Aber wenn die anderen es bis 350 geschafft haben, müsste man das ja auch in die Richtung schaffen. So, und weiter geht's. Und da nochmal ein paar Handschuhe. Gleich mal jetzt immer darauf achten, wie viel die auch wert sind. Oh, 2,9. Also die Items werden echt teurer. Nicht, dass ich da schon aus Versehen was zu Teures verkauft habe. 300.000. Ach, warte mal. Und Gürtel kann ich ja heute bei der Hexe reinwerfen. Wow, 5,9. Zack, weg. Gleich mal skillen. Werden wir ja auch ein bisschen stärker. Nicht, dass wir hier unseren ersten Kampf verlieren. Ist ja schon langsam knapp. Es fallen ja nicht mehr alle mit dem ersten Schlag. Der Kugelblitz. Vielleicht kommt ja auch mal ein Pet, was wir noch gar nicht haben. Na, schade, das ist nicht so viel wert. Mammutron. Ja, ich glaube, den haben wir schon.
Der Goblin-Magier, auch mit einmal weg, für ein paar schicke Handschuhe. So, der blockt, aber jetzt sollte ich mit einem Schlag weghauen, so oft wie der jetzt schon ausgewichen hat. Na, doch nicht. Aber der macht noch echt wenig Schaden hier mit 4000 Hauptattribut nur. Das ist nicht so viel. Eigentlich auch schade, das hier so schnell durchzurocken. Da würde ich mir wünschen, irgendwie jetzt nur so Level 200 zu sein. Da wäre das alles ein bisschen spannender. Aber so geht es natürlich auch. Aber braucht man, naja, sind die XP auf der Stufe noch was wert? Ich glaube auf jeden Fall mehr wie jetzt. Und das Ding, kein Platz mehr im Rucksack. Dann gehen wir erstmal zur Hexe. Und entledigen uns mal der Gürtel. Und jetzt alles unter 2,5 Millionen kommt raus. Halt, 3 Millionen. 300.000, 5 Millionen für eine Waffe. Ey, wenn das Ding reinkommt. Na, ich will hier irgendwie immer darauf klicken. Gewohnheit. So, und zack, weg. Ach, nicht so viel wert. Kann man ja echt gut Gold farmen. Und da kommen noch einige Etagen, habe ich so das Gefühl. Aber es müssen Items droppen. Wieder kein Item, aber schon 2 Millionen jetzt. 2,707. So, Krieger, da brauche ich schon mehr wie einen Schlag hier. Der blockt aber auch was weg. Und dann war schon bei 2,1 Millionen. Und, oh, wieder eine richtig geile Waffe. Sigi aus der Muckibude sieht auch geil aus. So, und ein Gürtel. Leider nicht so viel wert. Kommt aber dafür gleich in die Toilette. Die schöne Prinzessin. Ein Stärkegegner. So. Und der Buddelmol ist weg. Wie der hinten am Drachen hängt. So, und wieder ein Krieger. Zack, fertig, weg. So, also Krieger sind mir gerade am unliebsten, weil das da einfach am längsten dauert, aber Kundschafter könnten ja theoretisch auch oft ausweichen. Oh, ey. Das ist echt noch nicht drin, hier drauf zu klicken. So, ein Geschickgegner, der ist mit einem Schlag weg und hinterlässt mir eine schöne Brustplatte. Und da heißt es wieder Platz schaffen. 1,9 Millionen. 1 Million. 3 Millionen, das kommt man gleich nach da oben. 1,6. 5 Millionen, das hier kommt weg. Und das nach da oben. Ich glaube, ich sollte noch viel mehr Items verkaufen. Wenn jetzt auch noch so teure kommen, könnte ich eigentlich 2,5 Millionen, glaube ich, auch fast verkaufen. Und wieder ein schöner Gürtel. Ist aber auch von den Werten noch recht niedrig, was natürlich sich daraus zusammensetzt, dass es auch mit der Gegnerstufe zusammenhängt, wie gut die Items sind. Na, knappe 2 Millionen. Und da ist er weg. So, die Typen vom Oss. Ah, ein Gürtel, fast 2,5 Millionen, sehr schön. Ninja-Gnome. Das sieht aus wie ein Raid-Gegner. Und da sind sie weg. So, wir nähern uns den 3 Millionen. Das ist echt super toll. 80 Etagen haben wir schon. Und das war die 81. Und der Goldpreis oder die Goldbelohnung steigt auch langsam an. Das ist auch schön. So, komm. So oft wirst du ja wohl nicht ausweichen. Oh, der Kampf hat sich gelohnt. 5 Millionen für den Helm. So, erstmal wieder hier die zwei Gürtelchens. So, und das Ding kommt weg und weg. Den tauschen wir mal gegen den und hauen den Ring auch mal weg. Jetzt klingt gleich mal, ja, wir haben es auch hier geschafft, die 27 Mille zu überschreiten. So, wie viel XP brauche ich noch? Ah, da fehlt noch eine ganze Menge. Machen wir erstmal weiter. Der ist aus der schwarzen Festung, glaube ich.
Oder aus der Hölle? Kam der daher? Das Dämon des Konfuzius. Ne, der sieht eher aus, als würde er aus der Hölle kommen. Oh, 4 Millionen Ring. Sehr, sehr nice. Ach, der Gürtel mit 4 Millionen wär's. Und der Magier ist wieder mit einem Schlag weg. Der Magier auch. Sehr schön. Pinocchio ist ein Kundschafter, der weicht ein bisschen aus. Na, wie viel dürfen wir abziehen? 5 Millionen. Na, da ist noch ein bisschen Puffer. Und Flederviech ist weg. Das gut gelaunte Gespenst. Oh, eigentlich viel zu schade, dem zu hauen. Oh, Kette 5 Millionen. Der Hammer. So geil. Und da haben wir schon die 91 Etagen down. Gucken, wie es bei den anderen hier ausschaut mittlerweile. 400. Boah. Oh, ich bin nicht mehr Server First. Der hat mich überholt. Verdammt, der hat's schneller gemacht, aber ich möchte auch ein bisschen was dazu erzählen und das auch hier genießen. Weil einfach nur schnell durchrushen, das kann ja jeder. Aber ich glaube, wenn der es bis Stufe 400 geschafft hat, schaffe ich das auch noch ein bisschen. Das heißt, jetzt verkaufen wir mal alles und mit 2,5 Millionen oder weniger. So, 2,5. Weil dann kommt hier echt noch ein bisschen was. 3 Millionen, hier haben wir schon 2,5, 2,5, 5, 4. Einfach der Hammer, was das hier wert ist. Oh, den Edelstein. Den kann ich eigentlich auch wegmachen. Aber ja, wir hauen weg. Weil ich ja jetzt die nächsten 3 Tage erstmal Epics reinwerfen kann, also morgen auf jeden Fall das Ding. Und dann gucken wir mal weiter. Dann brauche ich erst wieder Edelsteine und bis dahin finden wir auf jeden Fall wieder was. Und gleich eine Brustplatte mit 5 Millionen. Und ich sehe schon, dass ich die auch noch wegkaufen muss, dass dieses ganze Micromanagement, was ich jetzt mache, voll für den Popo ist. Und 6 Millionen. Ich werde feuchtem Schritt. Das geht doch mal gar nicht. Und weg ist er. 3 Millionen XP gibt's schon. Der sieht aus wie hier von Diablo 3, der Add-on-Typ. Ach, ein schöner Gürtel. Ach, Magier, meine liebsten Gegner. Also, hier mag ich jetzt Magier. Die anderen irgendwie nicht so sehr. Und jetzt Stufe 100. Damit, vielleicht kommt hier ein Epic. Ah, das hätte ich jetzt aber natürlich erwartet, weil das natürlich eine wichtige Stufe ist, die eigentlich auch hier angezeigt werden sollte. Oder mache ich erst Stufe 100. Da gucken wir jetzt mal. Und wieder kein Epic. Aber es wird mal gepostet. Sehr schön. Ich glaube, im Endeffekt ist das hier jetzt nur eine Klickorgie. Wie schnell kann man hier oben drauf drücken und looten und so. Ah, zack. So, und 5 Millionen. Geile Sache. So, und wieder eine schöne Brustplatte. Und da der Merlin guckt uns komisch an. Und fällt mit 14 Millionen um. Der sieht auch gut aus. Todesbester Kumpel. Den kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Handschuhe mit fast 6 Millionen. Der Wahnsinn. Oh, es sind ja fast 4 Millionen. Ich muss dann bald mal gucken, wie es ausschaut mit unserem Level Up. Na, das überspringen wir mal. So, wir gucken uns jetzt erstmal nur noch Kämpfe gegen Magier an, wo nicht hier geblockt wird oder so. Oder ausgewichen. Na komm. Komm, komm, treffen mal. Und, oh, geil. Da waren gerade 13 Millionen in dem Gürtel. Und der möchte ich auch gleich wieder. Oh, und wir leveln auch bald auf. 4 Millionen.
direkt 10,3. Der Wahnsinn. 5 Millionen, 3 Millionen, 2,8, 1, noch was. 4, 6 Millionen. Jetzt haben wir echt nur noch wieder 4 Plätze frei. Ich glaube, das Ding hier hole ich mal auch weg. Und weiter geht's. So. Zack. Und auch mit einem Schlag umgehauen. Sehr schön. Die Ninja-Glocke. Also, wir kommen ja auch ganz oft dieselben. Und berechnet, dass wir so viele verschiedene Gegner haben, ist hier die Auswahl doch nicht so groß. So, und gleich muss ich, glaube ich, anfangen, die Items zu sortieren, obwohl ich gar nicht weiß, wie sinnvoll das überhaupt ist. Oh Mann. Besonders wenn die jetzt vielleicht auch noch immer wertvoller werden. Oder vielleicht wurde das Cap auch allgemein aufgehoben, dass man jetzt überall mehr finden kann. Oh, schon wieder ein richtig cooler Gürtel. Der Ofi. Kein Platz mehr im Rucksack. So, 11 Millionen. So, 6, 6. So, jetzt wird erstmal alles mit einer 2 und einer 3 vorne wegschmissen. Weil es kommt hier einfach, jetzt kommen viel zu teure Items noch rein. Aufpassen, nicht, dass ich das Epic aus Versehen wegschmeiße. Oh, hier waren noch ganz billige Handschuhe drin. So, oder wäre es vielleicht günstiger, die Dinger langsam zu machen und nicht alles an einem Tag? Höchstwahrscheinlich, aber Spaß an der Freude muss sein. Wenigstens so lange, bis wir das erste Mal verlieren. Und da gucken wir mal. Wieder schön 2 Millionen. Und zack, weg. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, Glücksrad habe ich natürlich auch schon gelegt. So, der nächste Gegner da. Leveln wir auf. Und ein Fischi. Da hüpft alles und freut sich. Sehr, sehr schick. Und weiter geht's. Na, da brauchen wir schon ein paar mehr Schläge. Aber lohnt sich auch ein schicker Gürtel mit ordentlich Kohle. So, den hauen wir auch noch mit einem Schlag weg. Auch weg. Die Post. So, wie stark sind die jetzt überhaupt schon? 8000 Ausdauer schon. Das ist schon eine ganze Menge. Aber das Gold, was die droppen, steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem Gold, was die Items wert sind. Von daher ist es schon schick. Aber ich glaube, so oft droppen hier gar keine Epics. Aber da unsere Items jetzt sowieso alle mehr wert sind, die wir jetzt hier finden, lohnt sich es auch nicht wirklich, die ganzen Dinger. Oder hätte es sich nicht gelohnt, die aufzuheben? Zombie-Berserker, auch eine coole Dings hier. Oh, womit haut der denn zu mit so einem Knochen? Ein Kauknochen. Ein grüner Rex ist mal Ex. Die garstige Göre. Und da sind wir schon bei 5 Millionen fast. Die nähern sich ja auch schon langsam Level 300. Da werden die dann, steigen die jetzt immer noch 2 Stufen. Habe ich jetzt gar nicht so mitgezählt. 74. Was haben wir hier? Oh ne, doch, sind auch oft gleichen Stufe. Müssen wir natürlich gucken, wie es mit den Werten ist. Guck mal hier, 75 und hat, ich gehe mal nur auf den Glückswert, 2632. Ah, okay, ist natürlich eine ganz andere Klasse. Die haben natürlich auch unterschiedliche Werte. Und auch ein Levelchen höher. Entschuldigung. So, den spulen wir mal vor. Ich glaube, hier droppen gar nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit Epics. Das eine Epic, was ich da bekomme, war einfach nur ein riesen Glücksfall. So, Roman, den kennen wir. So, was haben wir hier? 1 Million, nix. 3 Millionen kann auch weg. 2.
Hier. Ja, die Handschuhe haben wir auch nochmal weg und packen die Schuhe hin. Das war hier alles jetzt mit 4 und höher. Bis auf das Ding. Und hier ist ein Gürtel, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, bei der Hexe reinzuwerfen. So, zack. Und schön geskillt. Ach, ich will mal hier. Wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen. Und dann schauen wir uns mal die Flimmerkisten an. So, komm, komm. Hau ihn um. Fertig. Und den nächsten auch noch. 5 Millionen XP. Sehr schön. Oh, ein Magier, der einen Schlag überlebt. Dass wir das mal erleben dürfen. Der ist aber wieder mit einem Mal weg. Sehr schick. Und wieder. So. Zack. So, 150 zeigt da, glaube ich, wieder an. Müssen wir mal gucken. Mal hier bei den anderen was zu sehen. Ja, aber Knuffi hat mich jetzt einfach überholt, der Schlingel. Aber ich habe es auch, glaube ich, nicht mehr in meiner Charakterbeschreibung drin. Irgendwie wird ja sowieso alles egal mit der Serverzusammenlegung, wann wer welchen Platz erreicht hat. So, das kann weg, kann weg. Hier oben war doch auch noch irgendwo ein Platz, wo ich was freigelassen hatte, oder? So, die zwei kommen hier noch raus. Der Helm auch noch. Boah, das lohnt sich aber auf jeden Fall beim Skillen. Und schwuppdiwupp, weg ist er. Jetzt 150. Etage mit Bruder Sauftack. Da sind wir hier wieder. Und ich würde mal sagen, das ist ein schöner Moment erstmal für einen kleinen Cut. Und wir gucken uns erstmal kurz die Flimmerkiste an. Bis gleich.